Werkzeug für die Motorradurlaubsreise. Was sollte man dabei haben? Was muss man dabei haben? Was muss man nicht unbedingt mitnehmen? Das gucken wir uns jetzt mal an. Was man im Urlaub an Werkzeug mitnehmen sollte, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen ist es ein ganz neues Bike, wo es unwahrscheinlich ist, dass man da alles mögliche auseinanderbauen muss unterwegs. Oder ist es vielleicht eine Karre aus den 70ern oder so. Da empfiehlt es sich doch ein bisschen mehr mitzunehmen, denn die Zuverlässigkeit war damals einfach noch nicht so riesig und so perfekt wie heute bei vielen Herstellern. Dann kommt es auch oft darauf an, fahrt ihr nur von Hamburg an die Ostsee, da auf dem Campingplatz und das war's, oder gehört ihr zu den Typen, die sich mit ihrem Moped auf die Autobahn begeben, Vollgas, Blinker links, Fernlicht an und dann in Barcelona gehen sie wieder vom Gas, fallen erstmal einen Tag tot vom Motorrad. Das ist natürlich schon eine andere Entfernung. Ihr müsst also einfach mal gucken, wie sieht euer Bedarf aus, und ich zeige euch jetzt mal ein paar Sachen, die es bei uns so gibt, die so ein bisschen auf Reise abgestimmt sind oder die man auch, wenn sie nicht auf Reise abgestimmt sind, einfach mitnehmen sollte. Bekommt man heute bei den Motorrädern noch großartig Bordwerkzeug mit oder ist das auch inzwischen nicht mehr so? Es wird immer weniger. Mhm. Also es war schon immer stiefmütterlich. Auch die Qualität war früher, wenn es auch noch ein bisschen reichhaltiger war, die Qualität war meist unterirdisch. Das Einzige, was ich aus dem Bordwerkzeug immer mitnehmen würde, wenn ich es auch ansonsten austausche, ist der Zündkerzenschlüssel. Denn die passen meist noch so genau zwischen Tank und Zylinder, dass man die auch ohne den Tank abzunehmen, die Zündkerzen noch rausbekommen, samt Schlüssel. Mhm. Ja, und wenn du jetzt so ein langes Universalteil hast, ist nicht verkehrt, aber da kann es eben sein, dass du nicht so schön dazwischen kommst. Ja. Deswegen mache ich das so. Okay. So, ich zeige euch mal, was wir da so zu bieten haben. Ganz grundlegende Geschichte. Wie gesagt, Bordwerkzeug ist meistens ja auch bei gebrauchten Motorrädern gar nicht mehr vorhanden. Oder nur noch in irgendwelchen Relikten. Hier haben wir eine Bordwerkzeugrolle. Die haben wir für uns produzieren lassen. Geht los, Ring-Maul-Schlüssel von 8 bis 19. Dann hier sogar so eine extra Tasche. Der berühmte Tüdeldraht, um irgendwas wieder festzumachen, was abgerissen oder sonstiges ist. Dann Elektrik. Kabel brauchst du immer. Würde ich übrigens immer so viel mitnehmen, dass man, sag ich mal, eine gute Fahrzeuglänge hat in einem Stück. Denn wenn euch mal tatsächlich irgendwo nachts im Nirgendwo, meinetwegen, der Strom fürs Licht flöten geht, weil die Leitung irgendwo unterbrochen ist, dann könnt ihr natürlich versuchen, das zu lokalisieren und zu reparieren. Aber wenn es denn schnell weitergehen soll, kann man ja theoretisch auch einfach Kabel nehmen, ans Batterieplus, nach vorne durchziehen und dann am Scheinwerferplus wieder ran. Ja. Dann könnt ihr es zwar nicht ein- und ausschalten, aber zum Ankommen reicht das. Richtig. So, Wasserpumpenzange muss man nicht zu sagen, braucht man immer. Kabelbinder, auch wieder, wenn irgendwas befestigt werden muss, kommt immer wieder vor. Hier ist nicht noch ein Stück Draht, das ist ein Baumzug mit verschiedenen Pinöpeln. Ja, Nippeln. Nippeln. Ist das jetzt für die Bremse, wenn die noch sowas hat? Alte Motorräder haben ja sogar noch so Seilzugbremsen oftmals. Ja, die ganz alten, ja. Ja, aber ich hatte noch so alte zu Hause stehen. Ja, aber viele haben ja auch noch einen Kupplungszug. Ja, genau. Gaszug kann also auch mal. Also für beides kann man das benutzen, so ein Universal-Nippel. Universalteil. Wie hießen die? Nicht Nippel, sondern? Oder hießen die doch Nippel? Doch, die heißen Nippel. Okay. war echt lustig. So, was haben wir hier? Ein Multitool. Da kann man so einiges mit anstellen. Denn zum einen ist es eine Zange. Und wie so ein Schweizer Offiziersmesser haben wir hier noch verborgen solche Sachen wie eine Feile, eine Säge, ein Messer, ein Flaschenöffner und auf dieser Seite auch noch ein Bithalter. Zusammen mit der Schere kommt er raus. So, du bist jetzt nicht dran. Denn wir haben hier auch noch eine Reihe verschiedener Bits. Innensechskantschlüssel, die meisten Mopeds haben sowas. Die Torx, was ja eigentlich rechtlich nicht richtig ist, das ist ein eingetragenes Warnzeichen für die Firma Torx. Eigentlich juristisch korrekt, glaube ich, innen 6 rund. Heißen die Dinger. Okay. Wer solche Schrauben hat, der kann das Ding dann hier austauschen, weil wir die haben die Sätze hier auch einzeln. So, hier Steckschraubendreher mit einem großen, einem kleinen Kreuz und das gleiche auch für den Schlitz. So,
Solche Dinger findet man aber oft im Bordwerkzeug. Diese ja. Steckschraubendreher, die habe ich auch schon öfter jetzt gesehen. Ja, weil es halt Platz spart. Ja. Und funktionieren tut es ja auch. Mhm. Was man nicht machen sollte, ist, die als Meißel zu benutzen. Weil wenn ihr dann hier schön mit dem Hammer irgendwie draufhaut und wollt das nachher wieder rausnehmen, das wird meistens nichts mehr. So, hier ist eine Prüflampe. Ja, also wer noch Zündung einstellen muss auf einer weiteren Reise oder Kontakt kann ja auch mal kaputt gehen, gerade bei den Oldies habe ich auch immer Ersatzkontakte mit, auch Kondensatoren und sowas. Mhm. Also mein halber Tankrucksack war voller Werkzeug früher immer mit Ersatzteilen und Werkzeug. Aber Prüflampe, auch wenn Elektrik der Wurm drin ist, macht sich immer gut. Hier eben der besagte Zündkerzenschlüssel. Ja, und dieser ist noch nicht so lang, aber es gibt ja auch welche, die vom Bordwerkzeug her nur so lang sind, weil es einfach reicht. Dann würde ich die mitnehmen. Hier haben wir noch eine Taschenlampe, weil wie gesagt, am liebsten bleiben die Mopeds ja nachts stehen. Wobei, da könnte man mal neu drüber nachdenken, weil jedes Handy hat mittlerweile ja diese Taschenlampe-Funktion. Ja. Hat am Fahrzeug eigentlich nichts zu suchen, aber für den Notfall kann man es machen, Lüster klemmen. Ja, also sowas würde ich nur im Innenbereich benutzen und das muss auch gut isoliert werden dann, weil wenn es regnet. Hm? Für jetzt deinen Notfall zum erstmal weiterfahren, ja. Theoretisch nutzbar. Ja. Zumal wir hier auch das Isolierband dann noch dafür haben. Aber das würde ich dann nicht langfristig so lassen. Das würde ich dann wieder umbauen. Wer sagt, oh Gott, das ist ja viel zu viel und viel zu schwer und so weit will ich gar nicht. Und ich will ja nur so ein bisschen. Wir haben natürlich auch eine kleine Variante davon. Da gehen die Schlüssel bis 15, in bis 14. Haben noch die Bits. Hier wieder ein Multitool. Was alle diese beiden nicht haben, ist zum Beispiel eine Fühlerleere, denn wer Hydrostößel hat und auch keine Kontakte mehr einstellen muss, weil er halt eine elektronische Zündung hat, der braucht sowas eigentlich maximal für die Zündkerze, aber dafür lohnt es sich nicht, so ein ganzes Teil mitzunehmen. Mhm. Das kann man sich selbst dazu packen. Genauso haben wir dazu nicht mit reingenommen, die Sicherung, Ersatzsicherung für die Elektrik, weil es gibt zu viele verschiedene Typen. Alleine hier, die gibt es in 20, 25, 30 mm Länge, hier gibt es auch große und kleine. Deswegen die selber dazu packen. Was ich auch immer mit hätte oder mit habe, ein Ersatz Zündkerze und sei es nur zum Überprüfen, ob die eine nun kaputt ist oder nicht. Und genauso auch ein Zündkerzenstecker, der aber hauptsächlich dann auch passen sollte. Wenn ihr sagt, ja, das Werkzeug habe ich ja eigentlich alles, aber so ein Täschchen hätte ich gerne mal alleine. Habt ihr das auch? Ja, haben wir auch. Hier das gleiche nochmal umgefüllt. Und das gleiche auch bei der Kleinen. Die gibt es auch so zum Selbstbestimmen. Was ich auch immer noch so an Schnüffel mitnehmen würde, ist ein bisschen Schrauben. Das ist jetzt ja hier nur Platzhalter, um Gottes Willen nicht so ein ganzes Schraubensortiment mitnehmen. Aber so ein paar M6 und M8 Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, das wiegt ja auch nicht viel. Das hat schon so manchem weitergeholfen. Mhm. Dann für unsere Steckschlüsselsatzfetischisten, da haben wir im Werkzeugspecial ja die ganzen großen Kästen behandelt, haben wir natürlich auch einen kleinen, sodass man das mitnehmen kann. Das bildet jetzt nicht die ganze Range an Schrauben ab, die man am Motorrad hat, also Hinterachsmutter oder sowas, da müsst ihr natürlich extra was mitnehmen. Aber hier ist auf kleinem Raum schon ganz schön was untergebracht und was ich hier auch echt schick finde, sind diese Federn auch hier hinten mit halt. Aber es geht noch kleiner. Und der ist auch recht süß. Also der Knarre ist so groß wie mein Zeigefinger. Und damit kann man tatsächlich schrauben. Aber ja, natürlich im begrenzten Umfang, was die Größen klar angeht. Was immer mit muss. Gaffertape. Ne? Die meisten von euch kennen es, haben es auch. Das darf nicht fehlen, weil alles Mögliche löst sich, fällt ab. Das zählt, wenn ihr beim Campen seid. Ja? Das Zelt reißt, ja, dann regnet es auch noch und damit geht sogar sowas eine ganze Weile wieder gut. Auch hatten wir hier schon in der Werkzeugtasche den Tüdeldraht, Elektrodraht hatten wir eben auch schon. Ich würde auch immer einfach ein Stück Benzinschlauch mitnehmen, lieber einen Tick zu lang als zu kurz, denn wenn man mit mehreren unterwegs ist und die nächste Tanke ist wieder weit weg und einer von euch hat so einen ganz kleinen 8 Liter Tank oder sowas, irgendeine alte Sporty oder
Ähnliches. Dann kann man hiermit auch mal Benzin von Moped zu Moped rüberpumpen. Das kennt ihr alle. Vom Auto wahrscheinlich schon. Ne? Kann mal notwendig sein. Das hier ist natürlich für Motorradbatterien abgestimmt. Die Auto-Starthilfekabel, die sind dreimal so dick und so schwer. Mhm. Also wer genug Stauraum hat oder so, warum nicht? Aber ein Auto könntest du damit dann nicht so starten, weil da ein bisschen zu die Kabel zu dünn sind? Ich würde es riskieren. Weil liegen bleiben oder weiterfahren, ja, und dann dafür das vielleicht verbrezeln. Ich glaube nicht, dass das gleich das Glühen anfängt. Mhm. Also das ist ja auch nicht ganz dünn. Aber so auf so eine Dauerbelastung könnte das schon warm werden. Ich würde es einfach machen. Aber das ist jetzt kein Tipp an euch. So, Strom, wenn wir schon dabei sind. Powerbank haben die meisten von euch ja mittlerweile. Das ist hier unsere hauseigene von Louis, die nämlich ein herrliches Gimmick hat. Ui, ist das nicht schön? Ja, super. Ja, damit halt Navi und Handy aufladen. Das Ding hat 10 Amperestunden, also damit kannst du so einiges auffüllen. Aber das hat jetzt ja nichts mit Werkzeug zu tun. Warum erzähle ich das? Weil das gibt es auch in Deluxe und ich, oh, bin ich groß. Das liegt nämlich hier daneben, das habt ihr ja schon gesehen. Das ist eigentlich auch eine Powerbank. Aber die hat den Unterschied, einige riechen den Braten schon. Das Ding hier kann bis zu maximal 400 Ampere raushauen. Ja? Also hier so eine Powerbank. Unsere hat, glaube ich, maximal, weil es ja nur für kleine Sachen zum Laden ist, 2,1 Ampere kann das rausbringen. Und hier Startleistung haben wir ja in dem einen Video schon gesehen, was so ein Moped zieht an Ampere. Das waren über 90. Mhm. Damit könnt ihr auch ein Auto starten. Es ist natürlich viel größer als ein normales, aber es hat eben viel mehr Kraft. Dann hat es auch noch. So gedrückt halten? Ja. Ja, weißt du, was kann das Teil hier noch? Beinahe hätte ich es vergessen. Vor lauter Begeisterung darüber, dass das Ding auch ein Auto anschmeißen kann. Hier sind verschiedene Anschlüsse. Einmal die eigene Ladebuchse. Klar, Micro-USB, normales USB. Und das ist noch ein kleiner Knüller. Damit könnt ihr auch Laptops betreiben. Und damit auch, so wie jedes Laptop dran anzuschließen ist, haben wir hier die ganzen Adapter. Dass es dann auch hier reinpasst. Also der kann schon was. Hat im Verhältnis gar nicht so viel mehr Kapazität, nämlich 12 Amperestunden, das Löte hat 10, aber er kann eben richtig Stromstärke rausjucken. Und das ist das Tolle. Ist allerdings ja auch nicht ganz klein so mit den ganzen Etui. Muss man auch bedenken. Ja, das stimmt. Dazu muss ich nichts sagen, das ist ein 2 Liter Kanister. Hätte sich bei mir schon manches Mal bewährt. Ich hatte nämlich auch mal Mopeds mit ganz kleinen Tanks und früher war auch das Tankstellennetz noch nicht so dicht, gerade in Frankreich. Hätte ich damals gerne gehabt. Letzter Punkt, Luft. Ganz klar, gerade wenn ihr in vielen Ländern unterwegs seid, so richtig ein bisschen weiter, dann würde ich das auf jeden Fall mitnehmen, dieses Teil. Ja, denn das ist ein elektronischer Luftdruckprüfer. Bei uns sind wir es gewohnt, dass an den Tankstellen irgendwelche tollen Luftdruckgeschichten vorgehalten werden, die ja mittlerweile auch teilweise Geld kosten. Im Ausland, nicht in jedem Land ist das so kultiviert. Die haben dann zwar irgendwie Druckluft, aber was die Geräte da anzeigen, das hat mit dem, was tatsächlich ist, manchmal so überhaupt nichts zu tun. Was für ganz viele Motorräder einerseits gilt und aber auch diese Luftdruckgeräte an den Tankstellen. Nämlich die Dinger an den Tankstellen, die haben unter Umständen eine unmöglich geformte Spitze, sodass ihr an euer Reifenventil gar nicht rankommt, am besten will nicht. Dann gibt es eben auch Mopeds, die haben hinten links Kettenblatt ein großes, rechts die große Bremsscheibe, vorne Doppelscheibe. Und dann wird es schon mit fast allen diesen Tankstellen-Dingern manchmal schwierig. Und da kann man sich dann mit so einem Winkelventil behelfen. Ja, da schraubt man aufs Fahrzeugventil drauf, hier die Kappe ab und dann geht er mit dem Teil daran, dann passt es auf jeden Fall. Hinterher aber wieder abnehmen, weil das Ding wiegt auch ein paar Gramm und das macht euch eine Unwucht im Rad. Wenn es zum Äußersten gekommen ist, und das hoffen wir alle immer nicht, wer noch Schlauchreifen hat und die flicken muss, da fehlt uns hier jetzt leider ein Reifenmontierhebel, der ist irgendwie hier nicht an Land gekommen. Weil ohne den kriegt ihr den Reifen nicht ab und dann könnt ihr ihn auch nicht flicken. Hier ist drin ist das übliche Schlauchflickzeug und aber hier, damit ihr euch nicht mit irgendeiner kleinen Pumpe den Arm kaputt macht, sind CO2-Kartuschen drin, die den Reifen dann wieder aufpumpen.
Das gleiche haben wir auch für schlauchlos Reifen. Das sieht jetzt ziemlich wild aus hier. Wenn ihr einen Fremdkörper im Schlauchlosreifen habt. Normalerweise ist es ja irgendeine Schraube oder sowas, obwohl wir haben die unmöglichsten Sachen da schon rausgeholt. Dann müsst ihr die erstmal rausholen, auch wenn es nur ein kleiner Nagel ist bei diesem Panzett, muss das Loch auf die Größe dieser Reibade gebracht werden. Und dann wird dort mit diesem Gerät ein solch Flickstreifen in das Loch eingedreht. Der soll dann aber noch, was hat der Hersteller angegeben, ich glaube 13 mm ungefähr noch rausgucken und soll auch nicht mehr als bis 6 mm gekürzt werden. Also steht dann halt was über, macht aber nichts beim Fahren. Und damit kriegt man das tatsächlich sehr gut wieder hin. Aber bitte beachten, das ist nichts, das ist keine Dauerreparatur. Mhm. Ja, das ist nur auch wieder, um ans Ziel zu kommen. Und dann kümmert euch darum, dass es dann auf richtig gemacht wird oder ein neuer Reifen herkommt. Also ist im Endeffekt nur ein Korken für das Loch, so übertrieben gesagt, ne? Ja. Ja. Aber es funktioniert sehr gut. Ja. Und auch hier haben wir die CO2-Kartuschen. Besonderheit bei diesem Set noch, man dreht die Kartusche hier auf dieses Winkelstück. Das dreht man erstmal nur bis zum Anschlag, dann nicht weiter. Und jetzt muss man es ganz schnell ganz fest drehen, weil sonst schon zu viel Luft verloren wird. Dann hat man sogar hier noch eine Verlängerung, wenn es wieder eng ist am Reifen. Und dreht, dosiert damit eine Linksdrehung der Kartusche, wie viel jetzt rauskommt. Mhm. Das haben die ganz pfiffig gemacht. Dann ist noch ein Täschchen dabei, wo man alles reinpacken kann. Und auch noch ein kleines Messer, um das Überstehende. Aber wie gesagt, nicht näher ran an den Reifen als 6 mm. Und das dann wegzuschneiden. Dann haben wir auch wieder Luft und ich bin fertig. Sehr gut.